Nicht jede Nachricht schafft es in unser Programm. Doch dank sozialer Medien sind auch die sogenannten kleinen Dinge des Lebens schnell bei euch. Hier wieder alles, was wir euch diese Woche in Facebook präsentiert haben, kompakt zusammengefasst. Coburgs Marktplatz ist der schönste in Bayern. Was wir schon lange wissen, hat das Geo-Magazin jetzt bestätigt. Wie schön der Markt vor allem bei Sonnenlicht sein kann, das haben wir im vergangenen Sommer festgehalten, zur Marktzeit. Die ist jeden Mittwoch und Samstag. Der Film ist als Auftrag des Stadtmarketings Coburg entstanden, umgesetzt von Alexander Mrazek. Beim HSC 2000 Coburg gibt es Personalentscheidungen. Überraschend verlässt HSC-Torwart Oliver Krechel die Gelb-Schwarzen. Seit 2012 entwickelte sich der Leipziger zum Fanliebling. Aus familiären Gründen bat er die Verantwortlichen um vorzeitige Vertragsauflösung seines bis 2019 laufenden Kontrakts. Kreisläufer Sebastian Weber hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, wie der HSC bekannt gab. 2016 kam er aus Wetzlar nach Coburg. Benedikt Kellner wird den HSC zum Saisonende verlassen. Er hat Stipendienangebote aus Erlangen bekommen und will seinem Traum eines Medizinstudiums nachgehen. Das ist mit Bundesliga-Handball in Coburg nicht vereinbar. Wie das Nachrichtenportal nordbayern.de berichtet, soll sich der HSC Erlangen Kellner als Perspektivspieler gesichert haben. Vorerst in der zweiten als Spieler gesetzt, soll er in naher Zukunft erste Bundesliga spielen. Verlängert hingegen haben Jakob Knauer und Fabian Apfel. Beide werden zum Kader der ersten Mannschaft gehören, aber auch Spiele in der zweiten absolvieren. Dort gehören sie zu den Führungsspielern. Im November kam die Nachricht, jetzt wurde dem Esszimmer Coburg um Sternekoch Steffen Szabo in Nürnberg der erneute Michelin-Stern verliehen. Damit wird das Romantik-Hotel auch weiterhin im Guide Michelin vertreten sein. Und uns gibt's jetzt übrigens auch zum Mitnehmen. Die ITV Coburg App mit allen Filmen, der Wohnungssuche, den Stellenangeboten und natürlich der Schatzsuche. Einfach im App bzw. Play Store suchen und kostenlos downloaden. Und das war er wieder, der Blick auf unsere Facebook-Seite.